die große Sonnenrückkehr. Und was sie erklären, ist, dass man sich das wie Papierpuppen vorstellen kann, nicht wahr? Viele verschiedene parallele Leben, die man führt. Manche nennen es frühere Leben. Dank der Quantenphysik und der Theorie des Multiversums denken wir, dass sie parallel sind. Also jedes Trauma, jeder extreme Schmerz oder verkörperter Schrecken oder Schatten, der in einem dieser Leben lauert und noch nicht bewältigt wurde. Die Rechnung fällig. Ich möchte Bonnie McKliss in der Sendung willkommen heißen. Wie geht es dir, Bonnie? Hallo, gut hier zu sein. Freut mich, dich und deine Zuschauer kennenzulernen. Vielen Dank, dass du heute in der Sendung bist. Ich freue mich sehr, heute mit dir zu sprechen. Du bist ein Schlaraffenland an psychischen Fähigkeiten. Du hast viele verschiedene Wege, die wir einschlagen können, von Kanälen bis zu Akasha-Chroniken. Wir werden tiefer in die Akasha-Chronik-Lesung eintauchen. Kannst du erzählen, wie dein Leben vor dem Wahnsinn aussah, der jetzt dein Leben mit Lesungen aus den Akasha-Chroniken, medialen Medien und Kanälen prägt? Wie war dein Leben davor? Weißt du, irgendwie war es immer eine Art Wahnsinn. Also, weißt du, ich meine tatsächlich, in meiner Situation, als ich ein Medium und ein Kanal und Akasha-Leser wurde, all diese Dinge hat es tatsächlich eine Art Normalität und Richtung in mein Leben gebracht. Denn, weißt du, und viele Menschen, die von Natur aus so sind, nun, jeder hat diese Gabe. Aber Menschen, die wirklich natürlich für diese Art von Arbeit geeignet sind, berichten oft, und ich bin da keine Ausnahme. In diese Welt zu kommen, ist einfach. Es ist ein Durcheinander. Es ist so. Du bist sehr sensibel. Du bist verwirrt. Du bist ein bisschen ein Außenseiter. In meinem Fall dachten sie eine Weile, ich sei geistig instabil. Deshalb ist diese Welt viel härter als durch Bewusstseinssphären zu wandern und Informationen zu sammeln. Es ist wirklich, als ob alles endlich Sinn ergibt. Also, das ist so wunderbar. Dankbar, hier zu arbeiten. Gott sei Dank, ja. Als du aufgewachsen bist, war dir bewusst, dass du diese Fähigkeiten als Kind hattest? Wann hast du zum ersten Mal bemerkt, dass du über sie verfügst? Ja, nein, weißt du, es ist irgendwie so, als ob, du weißt schon, Leute, die farbenblind sind, nicht wirklich merken, dass ihnen etwas fehlt, bis jemand sagt, oh, du bist, weißt du, hier ist der Maßstab. Als ich ein kleines Mädchen war, meine ersten Erfahrungen, zurückgehend auf etwa 4 Jahre, waren diese unglaublichen Lichtwesen, die einfach durch meine Decke kamen, die aussahen wie das Nordlicht, die Aurora Borealis. Und sie machten diese unglaublichen Geräusche wie Symphonie, symphonische Musik. Also lehnte ich mich einfach in meinem Bett zurück und genoss einfach die Vorstellung und fühlte mich großartig. Das dachte ich ehrlich gesagt, dass jeder erlebt. Und von da an entwickelten sich andere imaginäre Freunde und andere astrale Interaktionen. Und wieder, das war einfach, wie ich es gewohnt war. Ich war ziemlich alt für mein Alter, etwa 12 Jahre alt, bis ich auf einen Kontrast stieß. Von wegen, das ist nicht normal. Ja, ich erinnere mich an die Schule und ich erinnere mich nicht genau, wie alt ich war. Ich war wahrscheinlich fast 12 und sprach von einem Geist und weißt du, so wie, weißt du, diese Person dort drüben, diese Energie oder das, weißt du, dass die leuchtenden Menschen, richtig, so nenne ich sie. Und mein Freund auf dem Spielplatz, so, was redest du, wovon redest du? Da ist, weißt du, also ich erinnere mich an diesen Moment, oh, vielleicht sieht nicht jeder die leuchtenden Menschen. Also seltsam normal. Also dann einmal, genau. Ich habe auch von anderen Medien und Hellsehern gehört, die diese Fähigkeiten haben, dass, wenn sie schließlich diesen Kontrastpunkt erreichen, an dem jemand einfach sagt, du bist nicht wie wir anderen, je nach Art der Familie, die man hat, kann es eine unterstützende oder ablehnende Reaktion geben, manchmal auch beeinflusst durch Religion. Wie bist du psychologisch damit umgegangen, als du erwachsen wurdest? Denn es ist schon schwer genug, ein Kind zu sein, geschweige denn ein Teenager und dann auch damit umzugehen. Ja, wirklich, kein Scherz.
Tatsächlich, was den Verlauf meines Lebens angeht, hatte ich eine schöne interaktive Welt voller wirklich höflicher Lichtwesen, die, weißt du, Liebe ausstrahlten und Licht und großartige Konzerte, weißt du, also es fehlte mir an nichts. Der Teil meiner Geschichte, der super kompliziert wurde, ist der, wo, weißt du, die Erwachsenen um mich herum wirklich Angst bekamen, dass ich aufrechterhielt. Weißt du, diese Gespräche oder ich hätte viele nächtliche Besucher und, weißt du, Visionen und Verbindungen zu dem, was da kommen sollte, manchmal irgendwie kollektiv. Und weißt du, es wurde einfach als keine große Sache abgetan bis zur Vorpubertät. Und das war der Moment, als meine Mutter, Großeltern, Lehrer, Leute um mich herum so waren. Weißt du, da ist irgendeine Art von mentaler Störung oder Instabilität. Also brachten sie mich zu einer Reihe von Ärzten. Und diese Ärzte damals in den 80ern waren wie, nein, das ist seltsam. Also diagnostizierten sie mich mit früh einsetzender Schizophrenie und medikamentierten mich. Das war der Moment, als die Dinge sehr, sehr, sehr merkwürdig wurden. Es gibt Glaubenssysteme oder große Worte wie Halluzinationen. Es war nicht das, was mich aus der Bahn warf, es waren die Medikamente, die für mein System mich von meiner kleinen Disneyland-Lichtwelt abschnitten. Und als Kind oder Menschen, die diese Arbeit kennen, greift man ständig instinktiv aus, um das vibrationelle Spektrum um einen herum im Raum zu lesen, wie ein Instinkt. Also habe ich diesen Instinkt nicht gestoppt. Als ich dann die Medikamente bekam, war es irgendwie so. Es hat buchstäblich alles herabgesetzt und ich griff hinaus in, ich würde sagen, sehr dunkle und schwere untere Bewusstseinsebenen. Was ich also zurückbekam, waren sehr verzerrte, verdrehte, dunkle Dinge, die natürlich jedes Kind, mich eingeschlossen, zu Tode erschreckten. Und das war nur eine Abwärtsspirale. So dass, weißt du, wenn man diesen Weg geht, dann bricht einfach alles zusammen. Und es ging sogar so weit, dass ich eine Zeit lang in einer psychiatrischen Anstalt war. Und dann kam ich da raus und war irgendwie nur in einem Zustand, in dem ich einfach durchs Leben trieb. Ja, wie in einem Nebel, genau. Und wann genau hat es sich wieder zum Guten gewendet? Also, wann war der Moment, an dem du zu dir selbst gefunden hast und gesagt hast, nein, das bin ich, das sind meine Fähigkeiten und dafür bin ich hier. Dafür bin ich da, um diese Arbeit zu leisten. Endlich hast du es übernommen und gesagt, zum Teufel mit euch allen. Ich wünschte, das wäre meine Geschichte, wie ich mein Leben zurückgenommen und Großes erreicht habe. Und du hast deine Kraft zurück? Ich habe meine Kräfte zurückbekommen. Und ich sagte, das bin ich. Aber weißt du, wie das Leben so spielt und wie uns die Akasha-Chronik oft zeigt, gibt es diese Muster und Wegmarken. Weißt du, niemand ist dazu bestimmt, für immer im Dunkeln zu bleiben. Es gibt diese Eingriffe. Also traf ich als junger Erwachsener auf eine dieser sanften Wegmarken in Form von, ich war wirklich, wirklich depressiv. Jemand verwies mich an eine lokale Frau, die in der Therapie arbeitete. Keine große Sache. Ich hatte viele schicke Ärzte gesehen, aber dachte, es wird wirklich schlimm. Diese Frau stellte beim ersten oder zweiten Besuch die Diagnose in Frage und sagte, das ist nicht richtig. Das ist es nicht. Das ist nicht das, was vor sich geht. Ich denke, du bist hellseherisch. Und so weiter. Ich wurde als hellseherisch diagnostiziert. Ich liebe das. Liebe diese Frau. Liebe sie. Ja, es war wirklich großartig. Also, ohne wirklich zu wissen, was das bedeutete. Entweder, weißt du, durch ihre Erklärungsversuche hat sie mich sogar ins kalte Wasser geworfen, indem sie mich gezeigt hat, mich sozusagen auf die Probe gestellt hat. Es ist so, als ob, lass mich dir beweisen, sag mir, wie mein Haus aussieht. Sie hat mich sogar irgendwie ins Remote Viewing geworfen. Und das war der Moment, als ich es endlich verstanden habe. Irgendetwas geht vor sich. Und vielleicht bilde ich mir das nicht nur ein, habe keine Halluzinationen und spinne nicht. Also das war der Wendepunkt, diese unglaubliche Lichtgestalt, die sagte, hey, das könnte anders sein. Es war einfach auf meinem Weg. Es sollte so sein, dass ich diese offensichtliche Umleitung erlebe. Also Gott sei Dank dafür. Seitdem war es viel besser, diesem zu folgen als dem anderen. Ich wollte kurz ansprechen, dass du eine schwierige Zeit durchmachen musstest. Du musstest diese Dunkelheit durchstehen, von der du gesprochen hast. Und viele Zuschauer durchleben gerade eine dunkle Zeit. Wenn man zurückblickt, ist es nicht genau diese dunkle Zeit, die dich geformt hat? Es war das Feuer, das den Menschen geschmiedet hat.
der du heute bist, im Grunde genommen. Es war schrecklich. Wenn man mittendrin steckt, dann ist es das. Es ist mies, da durchzumüssen, einfach mies. Du bist im Feuer, du brennst. Es ist schrecklich. Aber wenn du herauskommst und zurückblickst, weißt du, das ist eines der Geschenke des Älterwerdens. Knie sind ausgenommen, aber Weisheit ist es. Und wenn du zurückblickst, sagst du, Gott sei Dank, dass ich das durchgemacht habe, denn es formt mich. Würdest du dem zustimmen? Oh, absolut, ja. Ich denke, fast jeder würde das sagen, wenn er die andere Seite davon erlebt hat. Aber oft ist das genau das, was ich den Leuten sage, so wie, was hat diese Fähigkeit wirklich geformt? Was hat mir tatsächlich geholfen, all das zu bewältigen und Lesungen für Menschen oder globale Lesungen durchzuführen, war der Schmerz oder die Dunkelheit. Es ist fast so, als hätte es einen Krater im Bewusstsein ausgeschürft. Und ich könnte sagen, das gilt für jeden, der Leid durchmacht. Es schafft eine Art von unglaublicher Tiefe des Seins, so dass du tatsächlich dein Geburtsrecht halten kannst, so verrückt das auch klingen mag. Es fördert nicht nur Ausdauer, sondern erweitert auch unser Fassungsvermögen für Licht. Es ist eine interessante Perspektive, aber wenn ich auf meine Vergangenheit zurückblicke, glaube ich fest daran, dass es keine Zufälle gab. Niemand ist hier schuldig. Es gibt keinen Bösewicht. Es geht nur um Besetzung, Elemente und Einweihung, um in dieser Welt zu agieren und diesen Raum zu halten, was wahrhaftig eine Ehre für mich ist. Ich bin dankbar, dass du das angesprochen hast, denn das ist meine Missionserklärung für uns, während wir leiden. Darauf zu achten, was es langfristig für uns bedeutet und wie es uns hilft, unsere Quelle wirklich zu vertiefen. Für das, worum wir bitten, müssen wir wirklich vorsichtig sein, was wir uns wünschen. Wir dehnen uns auf verschiedene Arten aus. Diese göttliche Quelle ist sehr kreativ. Ich bin wirklich dankbar. Keine Zufälle. Also während du an deiner Arbeit arbeitest, bist du darauf gestoßen. Offensichtlich sprichst du viel über Karma und ich nehme an, so etwas wie Seelenpläne, Bestimmung, diese Art von Dingen. Meiner Meinung nach, wenn du einen Plan oder Seelenplan erstellst, gibt es im Leben Markierungen, die du erreichen wirst. Aber wie du dorthin gelangst, liegt wirklich wahrhaftig bei dir. Und da kommt der freie Wille ins Spiel, in vielerlei Hinsicht. Denn jeder denkt sich, oh, es ist Schicksal, warum sind wir hier? Und wenn sowieso schon alles geschrieben ist, was ist dann der Sinn des Ganzen? Aber es gibt diese Meilensteine, so wie du wirst das erleben. Du wirst diese großen, gewaltigen Bewegungen haben, wie große, gewaltige Meilensteine, an denen du diese Person treffen wirst. Du wirst heiraten und du wirst diese Kinder haben, weil das dazu gehört. Und du wirst diesen Job in Paris annehmen, weil, weißt du, es ist so etwas in der Art. Ist das, was du in deiner Arbeit festgestellt hast? Oh, absolut. Ja, ja. Ich liebe dieses Szenario dieser Meilensteine. Und ich denke, das ist der Grund, warum Astrologie so genau sein kann. Weißt du, wenn ich mir meine Astrologie anschaue oder die von irgendjemandem, dann denke ich, wow, lehn dich einfach zurück, kämpfe nicht dagegen. Weißt du, es wird so kommen, wie es kommen soll. Also denke ich, dass es da gewissermaßen eine vertikale Gespräch, das in all dem geführt werden sollte. Wir kennen den Horizont. Wir wissen, dass unser Weg festgelegt ist, aber es gibt eine Gelegenheit. Es geht nicht so sehr um gut oder schlecht, sondern es gibt eine Gelegenheit, wie du jeden Lebensabschnitt oder jeden Meilenstein angehst, wie du dich durch sie hindurch bewegst. Und das ist etwas, worüber seit an Beginn der Zeit in vielen verschiedenen spirituellen Bereichen gesprochen wird. Und diese Idee des Aufstiegs oder meine Führer sagen, dass wir zu diesem avatarischen, es ist die Art und Weise, wie wir damit umgehen, wie wir es aufnehmen. Und mir wird gesagt, es ist wirklich einfach. Solange wir hier sind, ist es wirklich nicht kompliziert. Wir sind hier, um Licht zu tragen, in beiden Bedeutungen des Wortes, um das Licht zu empfangen, weißt du, nach Hause zu gehen und uns zu erinnern, wer wir sind und woher wir kommen, durch all diese verschiedenen bombastischen Lebensszenarien und um Licht zu tragen zu. Der Anstoß zur Heilung für diejenigen zu sein, die sich, weißt du,
an einem Ort des Leidens befinden. Und dies ist eine jener Epochen, in der die Menschheit, offensichtlich ist sich jeder dessen bewusst, vor einer der unglaublichsten Prüfungen in der Zeitleiste der Erde steht. Also, es geht darum, wie wir diese Entwicklungssache angehen werden. Denn wir werden es so oder so tun. Also, wenn das Sinn ergibt. Das ergibt absolut Sinn. Ich würde sogar behaupten, dass wir uns weiterentwickeln, gerade in den letzten 10 Jahren, wie du sagtest. Das hätte man sich niemals vorstellen können. Ich meine, du bist schon lange dabei, hast diese Arbeit vor 18 Jahren begonnen. Ja, damals noch nicht so sehr, wie du sagtest. Wir sprachen vorher darüber, wie bei den Akasha-Chroniken. Ist das sozusagen die Serie? Ja, genau. Jetzt haben wir Quantenphysiker und Nobelpreis-Nominierte, die in der Show waren und über das Akasha-Feld gesprochen haben. Und wie es ist die Art und Weise, wie wir alle durch das Akasha-Feld verbunden sind und ob die Aufzeichnungen ein Aspekt des Akasha-Kaushik-Feldes sind oder dasselbe. Es gibt einige Unterschiede, aber es wird diskutiert. Es ist jetzt ein Gesprächsthema, das vor 5 oder 10 Jahren überhaupt nicht existierte. Es war wirklich am Rande. Also entwickeln wir uns langsam. Und manchmal unter Zähne knirschen. Ja, absolut, absolut, absolut. Also, lassen Sie mich fragen, bei Ihrer Arbeit, gibt es eine Sitzung, die Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben ist? Eine, die sowohl für den Klienten als auch für Sie selbst so transformativ war, nachdem Sie sie durchgeführt haben? Ja, tatsächlich, es gibt so viele Dinge, die mir bewusst werden, sowohl für den Einzelnen als auch für das Kollektiv. Ich habe viele nächtliche Diktate über die Zukunft der Menschheit in verschiedenen Facetten. Eine der mächtigsten Sitzungen, die ich je erlebt habe, war diese. Es ist faszinierend, wie sich die Gedanken entfalten und neue Perspektiven eröffnen. Und wissen Sie, nebenbei bemerkt, habe ich alles, was ich weiß, von all diesen interdimensionalen Wesen gelernt, von all diesen verschiedenen Bewusstseinsebenen, vielen verschiedenen Bewusstseinsebenen. Aber diese eine Sitzung, die ich vor vielen, vielen Jahren gab, sie begann wirklich unscheinbar. Es kam eine nette Dame mit ihrer Mutter und wissen Sie, ich dachte mir nichts dabei. Und die Frau kam herein und wollte über ihre 2 Töchter sprechen und wissen Sie, über ihre Karriere. Sie hatte eine Karriere in der Politik. Oh, und es war eine gute Sitzung. Mitten in der Sitzung geschah etwas Phänomenales. Ich wurde förmlich hineingezogen. Manchmal passiert das. Man sieht Dinge wie Schnappschüsse auf sich zukommen, die einen tiefer in eine Vision führen können. So wurde ich in eine Vision gezogen, in der ich ein Boot auf dem Wasser treiben sah. Es war ein leeres Boot und Christus schwebte darüber. Es war wirklich ehrfürchtig und seltsam. Wie erklärt man das? Jesus auf einem Fischerboot. Was bedeutet das für dich? Also sagte ich langsam zur Frau, lass mich das behutsam erklären. Ein leeres Boot treibt auf stillen Wassern. Und da sehe ich Jesus, Mann, das kommt wirklich selten vor, weißt du. Sie sagte zu mir, oh mein Gott, das muss mein Vater sein. Er ist Angeln. Ich antwortete, nein, ich weiß nicht, aber das ist nicht dein Vater. Dann sagte ich zu ihr, was auch immer passiert. Es wird nicht nur groß sein, es wird den Lauf deines Lebens verändern und es wird vielen helfen. Doch etwas Großes kommt. Es war nicht negativ, nur groß. Also ich habe die Lesung gemacht, es war okay und sie ging. Etwa eine Woche später explodierte mein Telefon vor Anrufen von Leuten, die sie kannte, Freunden von ihr, die versuchten, mich zu erreichen. Ihre 23-jährige Tochter ertrank bei einem Kanuunfall, einem Bootsunfall, 5 Tage später. Das war wirklich, wirklich, wirklich hart. Es war hart, es gezeigt zu bekommen, aber nicht aufgehalten zu haben. Sie sagten nicht, hey, stopp, dieses Kind von dir, ihn von dieser Reise abzuhalten. Niemand sagte, dass das Wasser ruhig sei. Und es war es auch. Nun, Jesus. Also, sagte ich, gebt uns etwas Zeit und wir kommen zurück und ich werde sehen, was ich tun kann. Also traf ich ein paar Tage später die Familie. Und ihre Tochter kam durch wie ein blendendes Licht, diejenige, die bei dem Unfall gestorben und ertrunken war. Und sagte, weißt du, du hast noch viel vor. Deiner Mutter sage ich, du hast noch viel Arbeit vor dir. Das wird
Leben verändern. So, das ist in Ordnung, kein großes Ding. Also lasst uns weitermachen. Ihr wisst, sie waren extrem, ihr könnt euch vorstellen, von Trauer überwältigt. Und wie sich das Ganze weiterentwickelte, sagte diese Frau ein paar Wochen später, könntest du einfach hierher kommen? Es gibt viele Freunde meiner Tochter, die einfach nur mit ihr reden möchten. Das liegt eigentlich nicht in meinem Bereich, aber irgendetwas sagt mir, mach das. Also, um es kurz zu machen, unsere Beziehung hat sich immer weiterentwickelt und wir haben ein Rückzugszentrum auf dem Grundstück errichtet, das jetzt bekannt ist als die Legende von größeren Dingen. Wir haben eine riesige geodätische Kuppel gebaut, um Menschen in Trauer zu helfen. Wir unterstützen sie bei der Entwicklung ihres Bewusstseins und ihrer Intuition. Also, es ist eine radikale Lesart, weil ich das alles nicht kommen sah. Ich sah einfach den nächsten Schritt, den richtigen Schritt. Manchmal ist es einfach nur wichtig, den nächsten Schritt zu machen, ohne unbedingt zu wissen, wohin die ganze Treppe letztendlich führt. Sie werden dich nicht aus den Schlaglöchern holen, sondern nur zeigen, wohin deine Seele geht. Das war also eine radikale Lesung, von Anfang bis Ende. Ja, ja, ja. Jetzt, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, nähern wir uns der bevorstehenden Sonnenfinsternis am 8. April. Hier in Austin wird eine totale Sonnenfinsternis stattfinden, direkt über unserer Stadt. Leute reisen extra an. Viele meiner früheren Gäste kommen nur für dieses Ereignis. Ja, weil es alle 200 Jahre vorkommt. Diese Situation scheint einzutreten. Deshalb würde ich gerne von den Akasha-Chroniken hören, da viele Menschen natürlich Angst haben vor dem, was passiert. So nach dem Motto, oh mein Gott, die Welt geht unter. Es ist wie 2012 noch einmal. Es ist wie das Jahr 2000-Problem noch einmal. Es ist alles. Es ist ein Maya-Kalender. Also wirklich alle mal schön ruhig bleiben. Wir werden nicht. Die Welt geht nicht am 8. April unter. Aber ich würde gerne hören, was du dazu zu sagen hast. Was du und die Akasha-Chroniken dazu sagen könnten über die Bedeutung davon und was passieren wird. Wenn überhaupt, für die Menschheit aus spiritueller Sicht. Nochmal, ich glaube nicht, dass eine Bombe oder ein Komet herunterfällt, aber was bedeutet das für uns? Ja, das ist wirklich eine sehr gute Frage. Es gibt eine sehr lange Antwort und eine kürzere Antwort, also werde ich dir etwas davon erklären. Ich schätze ausführliche Antworten. Lass uns starten. Ja, ich liebe es, tief einzutauchen und mich intensiv mit Dingen zu beschäftigen. Los geht's. Also da. Und das ist auch ein wenig passiert. Es gab einen Höhepunkt von dem, was ich gleich beschreiben werde bei der letzten Finsternis, die nicht total war. Unser Rückzugsort wird im Pfad der Totalität in Hot Springs, Arkansas sein. Es ist wirklich cool zu sehen, wo die Leute sich befinden, während das alles passiert. Also zurück im März, am 4. März 2020, hatte ich eine der unglaublichsten Begegnungen meines Lebens. Mir ist schon eine Menge seltsamer Kram passiert, bei dem ich einen Besuch hatte. Man könnte es eine Energie nennen. Man könnte es ein ET nennen. Sie können es energetische Erscheinung nennen. Besuch, wie auch immer Sie es nennen möchten. Aber es kam mitten in der Nacht und ich ging buchstäblich durch meine Wand. Und es hatte viel zu sagen über das, was kurz davor stand, für die Menschheit zu geschehen. Und natürlich war das etwa was ungefähr so wie 11 Tage bevor Covid zum Problem Amerikas wurde, nicht wahr? Oder was auch immer das war, was wir gerade durchmachen sollten. Also dieses Wesen. Und ich spreche, wissen Sie, ich fasse zusammen, was mir gesagt wurde. Es fand viel Telepathie statt und es war eine sehr feminine Energie. Zu der Zeit dachte ich, sie sagte Ishani. Aber bei genauerer Betrachtung glaube ich, es war so etwas wie ein Asani-basiertes Wesen. Wer weiß. Aber es sagte, dass ein Terror, ein Schub des Terrors auf dieser Erde für die Menschheit bevorsteht. Und das Erste, was mir in den Sinn kam, Alex, war wie unhöflich. Was für eine unverschämte Aussage. Als ob wir. Wie können Sie es wagen, hier hereinzukommen mit Ihrem? Mit Ihrem Licht. Sagen Sie uns, dass wir etwas falsch machen. Wie können Sie es wagen, mein Herr? Ja, ich bin wirklich für die Menschheit. Ich weiß, dass wir Probleme haben, aber wir geben unser Bestes. Deshalb fand ich den Begriff Terror etwas übertrieben. Das war mein erster Eindruck. Diese Art von Kontakt ist neu für mich, also war es nicht völlig abwegig. Aber wie dem auch sei, es hieß, dass eine Welle des Terrors kommen wird.
Und es wurde erklärt, dass wir etwas durchmachen werden, dass höhere Wesen als die große Sonnenrückkehr verstehen. Und was sie meinen ist, dass wenn man an Papierpuppen denkt, nicht wahr? Also wenn man sich vorstellt, viele verschiedene parallele Leben zu führen, parallele Leben, die man lebt. Wissen Sie, manche nennen es frühere Leben, aber dank der Quantenphysik denken wir darüber nach. Wissen Sie, durch die Theorie des Multiversums denken wir, dass sie parallel sind. Also jegliches Trauma, jeglicher extreme Schmerz oder verkörperter Terror oder Schatten, der in einem dieser Leben lauert und der nicht bedacht wurde, die Rechnung ist fällig. Und so kehrt es zurück. Du brichst zusammen wie Papierpuppen, die zu einer werden, oder wie ein Akkordeon, das zu einer Einheit zurückkehrt. All diese fehlerhaften Extremen, du weißt schon, Auswüchse deines Seins, müssen zurückkommen, sich integrieren, damit wir zuerst individuell ein Gefühl der Ganzheit erfahren können, von dem, was unsere Seele in Form erlebt hat. Also sagten sie, sie sagte etwas in der Art, dass Menschen eines von beidem durchmachen werden. Vorwiegend entweder die Rückkehr des Schmerzes. Und ich meine, lasst uns einfach einen Moment darüber nachdenken. Wenn du ein Leben durchlebt hättest, in dem du enthauptet wurdest, oder wenn du im von Nazis besetzten Deutschland gewesen wärst und den Holocaust durchlebt hättest und dann das Licht ausging, Energie stirbt nie. Also, wir müssen die Energie des Schmerzes alchemisieren oder umwandeln. Also all diese Erinnerungen kehren jetzt hierher zurück, ohne unbedingt viel Verständnis dafür, was es bedeutet. Also wenn du eine Art Schmerz oder Terror erlebst und du wachst einfach im modernen Jahr 2020 auf und denkst, oh mein Gott, jetzt habe ich Angstzustände, mein Leben ist falsch, meine Partner sind falsch. Also all diese wirklich irgendwie unbeschreiblichen oder Missverständnisse darüber, was vor sich geht, alles kehrt zurück. Also, das ist eine Seite des Spektrums, durch das die Menschen gerade gehen, was das mentale Feld gerade erklärt. Sie sagte, das andere, was wir durchmachen werden, ist die Rückkehr unseres größten Talents oder unserer größten Gabe oder Kraft. Also, um diesen Punkt noch einmal zu betonen, stell dir vor, du wärst ein Mönch, der die Naturgesetze beherrscht, kosmische Harmonie findet und sogar levitieren kann. Dieses Potenzial erwacht jetzt in dir. Du musst nicht buchstäblich aus dem Bett schweben, aber die Bedingungen, Lebensqualität, Lebensstil oder Wissen, die dafür erforderlich wären, um mit einer solch erstaunlichen Gabe zu arbeiten, kehren zurück. Wir erleben also diese bemerkenswerte Rückkehr als erstes. Ich dachte, das wäre genug. Das ist genug, womit man sich auseinandersetzen muss. Wir alle kommen. Das Zweite, was sie sagten, oder sie sagte, war, dass wenn du irgendeine Art von Führer oder Kanal oder Heiler bist oder jemand, der mit dieser Entwicklungsstufe arbeitet, musst du mit den höheren Bewusstseinsebenen arbeiten. Und speziell erwähnte sie das Bewusstsein der 11. Dichte. Und ich dachte, ich verstehe nicht. Was bedeutet das überhaupt? Was sind die Regeln für ein Bewusstsein der 11. Dichte? Es wurde erklärt, dass es ein nicht-binärer Geisteszustand sein wird, eine nicht-dualistische Lebensweise ohne Urteil, dass, wenn du etwas nutzen möchtest, das der Erde dienlich sein könnte, es aus diesem vereinten Punkt kommen muss, aus diesem nicht-wertenden oder nicht-binären Feld. Noch etwas? Sie sagte, du schöpfst nur aus den Archiven der Erde, die uns nicht unbedingt dorthin bringen werden, wo wir hinwollen. Und das Dritte und Letzte, was mir gesagt wurde, ist, dass einige der chemischen, biologischen oder umweltbedingten Aspekte unserer Erde beginnen werden, sich ziemlich dramatisch zu verändern. Wir werden eine Menge sogar Strahlung in der Atmosphäre der Erde erleben. Also, um das alles zu sagen, es war diese Art von Verlauf der letzten 4 Jahre, dieser Höhepunkte, insbesondere bei der Sonnenfinsternis oder bestimmten numerischen, harmonischen Konvergenzpunkten, wo der Schleier wirklich, wirklich, wirklich dünn wird. Und es ist viel, man könnte sagen, einfacher oder transparenter für uns, auf das zuzugreifen,
woran wir karmisch arbeiten oder einige der Schmerzkörper, die aus anderen Lebensströmen zurückkehren, wenn das Sinn macht oder um wirklich in Kontakt zu kommen mit unseren angeborenen inhärenten Gaben als Seelen in Form. Also für mich sind diese Sonnenfinsternisse wie Glasfenster ein Moment klarer Transparenz, um in das Jenseits der eigenen Existenz zu greifen und zurückzuholen. Diese Seelenthemen, weißt du, mehr als je zuvor. Deshalb bin ich wirklich aufgeregt auf die Sonnenfinsternis. Einfach einen Moment in Stille zu nehmen und zu vertrauen und zu hören, was zurückgegeben wird. Also kein Weltuntergang, sondern Rückkehr zu dir selbst. Ja, ja, schon klar. Der Unabhängigkeitstag kommt nicht, die Aliens kommen nicht. Nein, nein, alles ist in Ordnung, alles gut. Ja, also was die Finsternis am 8. betrifft, gibt es da einen Unterschied? In ist es eine Alk? Egal, wo auf der Welt sie stattfindet, beeinflusst sie den Planeten oder betrifft jeden oder ist es wie du und ich? Wir haben eine großartige Aussicht. Wir werden mehr von dieser Energie abbekommen als jeder andere. Ja, das ist eine gute Frage. Es gibt viele verschiedene Menschen mit unterschiedlichen Meinungen. Und ich habe das Gefühl, diese Dinge, die Antrieb für unseren spirituellen Fortschritt oder unsere Evolution sind, diese Dinge, an denen wir teilhaben dürfen, können unser Bewusstsein überall hinführen. Ich denke also, dass die Energie der Sonnenfinsternis insgesamt jeden auf dem Planeten beeinflussen wird. Aber die Menschen, die sich auf den Weg machen, um Teil des Erlebnisses zu sein, dieses Unglaubliche zu beobachten, wissen Sie, dieses Entfalten, das Fallen des Schattens in der Linie des Lichts. Ich denke, es wird ein solcher Moment des Staunens sein, dass vielleicht die Menschen in dieser Erfahrung sich selbst einfach vorantreiben. In tiefer im Fenster dessen, was sie seelisch betrachten, verstehst du? Ich denke also, dass die Erfahrung der Sonnenfinsternis eine Art Zündstoff für das Feuer oder Antrieb sein könnte. Egal wo du bist, hast du die Gelegenheit, mit diesen Energien zu arbeiten. Es ist jetzt einfach mein persönlicher Glaube, die Vorstellung einer Sonnenfinsternis, bei der es Licht gibt. Und dann kommt eine Dunkelheit, die das Licht verdeckt und dann aber wieder sich dem Licht öffnet. Ist das nicht eine Analogie für das Leben im Allgemeinen? Wir kommen aus dem Licht, durchlaufen das Ganze und kehren dann zum Licht zurück. Ist das nicht so eine Art, wenn es passiert? Ist das nicht irgendwie das, was fast unsere Reise als Menschheit gerade jetzt auflädt, indem wir durch diese Dinge gehen? Natürlich. Ja, natürlich. Wie bei Menschen. Hier ist deine Karte. Wir versprechen es. Das ist der Plan. Ich denke, es ist wie eine Überladung. Du vereinst die Kräfte von Schatten und Licht, als hättest du erneut die Gelegenheit, durch die Mandorla zu gehen, wie durch das Nadelöhr. Ich habe bereits eine totale Sonnenfinsternis in Tennessee erlebt. Als Medium war es eine phänomenale Erfahrung, mit der Energie einer Finsternis zu arbeiten. Es ist der Raum, den sie erschafft. Menschen auf der Linie der Finsternis hören keine Vögel zwitschern, keine Insekten zirpen. Es sind keine Autos auf den Straßen. Es ist, als hättest du jemals eine Sonnenfinsternis erlebt. Und vielleicht ist das deine Erfahrung. Es ist, als würde die Erde verstummen und in einem Vakuum befindet sie sich. Es ist so schwer zu beschreiben. Es ist unglaublich. Und in diesem Raumvakuum wiederum hast du nicht nur die metaphorische Aufladung des Lichts in die Dunkelheit, du erlebst einen unglaublichen Moment, in dem sich die Zeit anfühlt und ich denke tatsächlich wirklich stillsteht. Und das ist wieder eine Gelegenheit, tief in dieses Seelenfenster einzutauchen und zu erforschen. Es ist ähnlich wie eine Nahtoderfahrung auf meinem Planeten. Ja, für den Planeten. Genau, also auf geht's. Lass uns hier eine Wahrheit finden. Ja, ja, ich habe nicht. Ich habe eine partielle gesehen. Es war eine partielle Sonnenfinsternis letztes Jahr hier in Austin. Das Licht draußen wurde wirklich seltsam und schräg, aber ich habe nicht hinaufgeschaut, da ich nicht die richtigen Brillen hatte. Also, aber das ganze Schauspiel, da ist einfach diese unheimliche Energie. Es ist, als wäre es 12 Uhr.
Es ist 12 Uhr, aber weder Nacht noch Tag. Es ist einfach seltsam. Ich glaube, ich habe noch nie eine totale Sonnenfinsternis erlebt, also an einem Ort, wo eine stattgefunden hat. Es wird also interessant sein zu sehen, wie sich diese Energie anfühlt, denn du bist. Du hast absolut recht. Es gibt da eine Energie, die damit einhergeht. Und das war sie. Es war einfach selbst bei dieser partiellen Sonnenfinsternis. Die Stimmung einfach, die Schwingung, die Frequenz, irgendwas hat sich verändert, während das passierte. Es war, wo sich die Leute bewegten. Ich war im Supermarkt und habe nicht nach oben geschaut, aber ich dachte mir, was zum Teufel ist mit dem Licht passiert? Als ob. Ich hatte keine Ahnung, dass es passieren würde. Es war wirklich eine sehr interessante Sache. So gut. Also müssen wir uns um den 8. April keine Sorgen machen. Alles wird in Ordnung sein. Es wird tatsächlich unsere Evolution aufladen und so weiter. Okay, fantastische Dinge. Es ist wie ein Portal. Es wird das, was du daraus machst. Wenn du hineingehen willst, um den Schmerz all deiner Schicksale zu suchen, dann tu es. Ich ehre das. Oder wenn du hineingehen willst, mit der höchsten Absicht, für deine persönliche und kollektive Evolution. Ist das eine gute Idee? In Ordnung. Also Bonnie, du liest die Akasha-Chronik und wenn du eintauchst in eine Art Trance oder in einen Zustand, wenn man so will, einen Zustand, keine Trance, sondern einen Zustand. Wenn du tiefer in die Akasha-Chronik eintauchst, könntest du mehr entdecken. Wir hätten Fragen, die wir stellen könnten. Und sind sie sich sicher? Die Leute denken immer an die Akasha-Chronik. Sind das die Wesen, die gewissermaßen die Kontrolle haben oder nicht die Kontrolle, aber sozusagen die Akasha-Chronik pflegen? Denn wir stellen uns eine Bibliothek mit 1000 Milliarden Büchern vor. Und da sind dann, weißt du, ein paar, weißt du, Bibliothekare, die herumlaufen. Es ist die einzige Art, wie wir uns das vorstellen können. Mit wem verbindest du eigentlich, wenn du tatsächlich zu Zustand betreten? Ja, das ist eine großartige Frage. Wenn die Leute über die Akasha-Chronik sprechen, bin ich so froh, dass es zur Sprache kommt. Denn das ist der Teil unserer Evolution, wo wir lernen, unser Erbe und worum es in diesem Leben möglicherweise potenziell gehen könnte, kollektiv. Aber eigentlich übersetzt sich das Wort Akasha einfach in Raum. Es ist das Feld. Also wenn du intuitive Arbeit leistest, wenn du in diesen Raum gehst, ist es wie das kosmische Internet. Es spielt keine Rolle, ob du es Akasha oder psychischen Raum nennst. Es ist alles dasselbe. Wenn Leute an die Akasha-Chronik denken, betrachten sie es als ein Buch am Himmel, das Erinnerungen bewahrt und die Potenzialität des Jetzt enthält. Es birgt auch mögliche Zukunftspfade, die sich entfalten könnten. Man betrachtet die Akasha als etwas Erhabenes, eine hochgeistige Ressource, die Zugang zu tiefgreifenden Informationen für Einzelpersonen oder das Kollektiv bietet. Das ist meine Erfahrung und so erlebe ich es. Wenn ich in die Akasha-Chronik eintauche, erreiche ich die höchste Ebene gemäß meinem menschlichen Abbild und meiner Erfahrung. An diesem Punkt ist es ein UN. Es gibt keine Individualisierung, es ist ein kollektives Licht, ein Christusbewusstsein. Sie arbeiten gerne auf der höchsten Seelenebene mit dem Geschehen. Ich sage gerne, es ist wie Therapie auf Speed, nicht wahr? Es sind all diese mächtigen Absichten der Seele und das Karma, an dem du arbeitest. Und deine größten Talente, ja, es ist eine Koalition, es ist ein kollektives Licht. Die Leute fragen, mit wem sprichst du? Ich sage, das ist eine gute Frage. Hohe, wohlwollende Lichtwesen. Sie sind die Imps. Es ist das Bewusstsein Christi. Also sagen Sie nicht wirklich, hallo, mein Name ist Bob. Es ist einfach ein unglaublich intelligentes Feld aus Licht und Weisheit. Ich stelle nicht viele Fragen, bleibe in meinem Bereich. In Ordnung. Also gut, ja, was musst du tun, um in diesen Zustand zu kommen? Wie machst du das? Klar. Also keine vollständige Trance. Eher eine Art verträumter, meditativer Zustand, in dem ich dazu neige, etwas schnell zu sprechen und die Zeit zu vergessen. Vertraue darauf, Alex, dass du gut darin bist, die Zeit im Auge zu behalten. Ja, wir sind keine 4 Stunden hier, keine Sorge. In 4 Stunden können wir wirklich einiges erreichen. Ja, ich bin bereit, wann immer du Fragen hast. Schauen wir, was passiert. Sicher, ja. Wie sehen Sie die Entwicklung der gemeinsamen Zukunft der Menschheit in den nächsten Jahren?
Sie gehen sofort zu diesem Ort der Furchtlosigkeit, tatsächlich. Sie zeigen mir, dass wir immer, wir alle machen uns Sorgen, ängstlich zu sein. Und Angst wird uns niederreißen und Anarchie verursachen oder die Spaltung des Bewusstseins. Aber das Erste, was Sie sagen, ist zu vertrauen. Das überrascht mich ein wenig, ehrlich gesagt. Aber zu vertrauen. Darauf, wohin die Technologie uns voranbringt, dass es nicht alles schlecht ist, dass es wirklich positive Fortschritte in der Technologie gibt, die die Last von der menschlichen Erfahrung nehmen werden. Das ist also ein ziemlich interessanter Punkt. Sie sagen mir, dass wir durch die Sonne auf viele Lichtsprachen oder viele Botschaften reagieren werden, die für diejenigen durchkommen, die bereit sind, sich an ihren Wert zu erinnern, sich daran zu erinnern, woher sie kommen. Viele dieser Sonneneruptionen und Auswürfe werden sich beschleunigen, aber für einige wird es sich wie eine Heimkehr anfühlen. Es wird sich anfühlen wie etwas, das die ganze Zeit gefehlt hat. Was die ganze Zeit gefehlt hat, es ist quasi wie eine Rückkehr der Informationen. Sie sagen, fürchtet es nicht. Sie sagen auch, dass die Zeit stressig erscheinen wird, sich ziemlich beschleunigen wird in den kommenden Jahren. Aber nochmals, fürchtet euch nicht. Evolution selbst ist die große Botschaft, die Sie bisher übermitteln. Versuche, deinem Leben zu vertrauen und dem Plan dieser göttlichen Erde. Sie sagen immer wieder, es gibt nichts zu befürchten, ob wir dem alle zustimmen könnten, tatsächlich. Wie werden aktuelle wirtschaftliche Trends unsere globale Gemeinschaft beeinflussen? Ich frage Sie nach Ihrer aktuellen Sicht auf die Wirtschaft. Sie erklären mir, dass es einen Antrieb in der Wirtschaft oder in unserer sozialen Struktur gibt, ähnlich wie du es früher angesprochen hast, Alex, über die Dunkelheit oder den Schmerz als den größten Lehrer, den wir je kennen könnten, und dass es inhärente Schönheiten und Talente und Gaben gibt, die mit dem gemeinsamen Erschaffen, mit der Erde und dem Kosmos in Einklang mit Harmonie verbunden sind. Einige betrachten es als Krise, aber diese wirtschaftlichen Veränderungen, die stattfinden, werden manche Menschen dazu bringen, sich abgestimmt und ausgerichtet zu fühlen, um gewissermaßen ihre Macht zurückzugewinnen, um sozusagen ihr eigenes Selbstversorgerdasein zu beginnen, ihren eigenen Garten anzulegen, darauf zu vertrauen, dass ihre Talente wertvoll sind und dass sie es können, dass sie erschaffen und ihre Familie davon ernähren können. Vieles davon ist tatsächlich ein Antrieb, den man sich merken sollte. Aber nicht verwirrt bleiben und weiterhin in ein kaputtes System gehen soll. Es ist ein Halt, ein Neustart. Und sie sagen, du wirst überrascht sein, wie viele Menschen gerade zuhören. Wenn die Menschen zuhören, verändern sie kollektiv das Tempo und die Harmonie des Planeten. Also unser größter Lehrer ist jetzt. Dinge, die immer funktioniert haben, werden es nicht mehr tun. Sie werden nicht weiter funktionieren. Das wird unsere größte Lektion sein, um an unsere Talente zu erinnern und sie einzusetzen. Also wirtschaftlich gesehen sieht es so aus, als ob es zu. Eine Abkühlung. Keine schreckliche Abkühlung. Nichts zu befürchten, sondern eine Rückkehr zu Werten, Instinkten und Grundlagen von unseren besten Versionen unserer selbst und der menschlichen Natur. Also wieder. Das Dunkle lockt nur das Licht hervor. Das gefällt mir. Das ist passend. Können Sie etwas Licht auf die spirituelle Bedeutung der politischen Wahlen werfen, die dieses Jahr weltweit stattfinden? Ah ja. Im Zusammenhang mit den Akasha-Chroniken, die sehr hoch gesteckt sind, habe ich Sie nach dieser Sache gefragt. Es könnte das Ende oder der Beginn des Endes der Polarität sein, da wir in ein neues Paradigma übergehen. Was wie ein Problem aussieht, ist nicht unbedingt ein Problem. Eine Katastrophe könnte der Katalysator sein, der den Krater schafft, um Licht hereinzubringen. Politisch gesehen steht alles im Einklang, wenn man es von oben betrachtet. Ich weiß, dass das vielleicht nicht alle politischen Fragen beantwortet, aber ich höre viel, keine Beunruhigung. Alles wirkt zum höheren Wohl. Das ist so ziemlich alles, was ich dazu erfahren konnte. Mit anderen Worten, der Antichrist erscheint auf keiner Seite des Ganges. Ich glaube nicht, dass wir das erleben werden. Ich glaube, wir werden Zeuge, was Sie sagen, ist dieser unglaubliche technologische Fortschritt, den wir bereits sehen. Eine unglaubliche Stärkung unserer
organischen Wesen und Erinnerungen. Wenn unsere größten Talente zurückkehren, oh mein Gott, was könnten wir erschaffen? Sie sagen, dass man nichts zu fürchten hat, außer der Furcht selbst, wirklich. Und es ist dein Wille, es ist deine Entscheidung. Was auch immer du verfolgen möchtest, du wirst es erschaffen und beleben. Also, sie scheinen sich darüber in unserem Leben keine Sorgen zu machen. Nein. Welche Rolle spielen die aktuellen Konflikte in der Welt aus Sicht der Akasha-Chronik auf der karmischen Reise der Menschheit? Sie sprechen gerne von der kritischen Masse. Vielleicht in der Quantenphysik oder als Analogie in der Physik, vielleicht ist es die M-Theorie. Aber Sie sagen, dass es genauso ist, wie wenn man einen Bogen spannt. Ganz zurück bis zur kritischen Masse mit Konflikten, ganz bis zu dieser Spannung, wo es praktisch zittert und man das Gefühl hat, es könnte jeden Moment zerreißen. Wenn man den Pfeil loslässt, erzeugt es Schwung. Und so ist es wiederum schwer zu verstehen, dass Konflikt der Vorgänger dieser neuen Erde sein könnte. Aber es gibt ein Ende dieses Paradigmas. Es gibt ein Schließen der Polarität. Sie sagen, wissen Sie, es ist wirklich interessant, was wir tun. Denn wir schaffen gewissermaßen einen Schwerpunkt auf Polarität. Wenn Sie bemerken, wir fokussieren uns regelrecht auf Menschen, die wir nicht einmal kennen, und klammern uns an sie und polarisieren sie. Wenn jemand sagt, oh, wissen Sie, ich denke, es ist hell draußen, dann haben Sie sofort eine ganze Gruppe von Leuten, die sagen, nein, das ist es nicht. Es ist ein wenig dunkel, also gibt es einen Grund dafür, dass wir polarisieren und es zu einem Höhepunkt kommen lassen, wieder um kritische Masse zu erzeugen und letztendlich zu dieser erstaunlichen Energie des Schwungs zur Evolution. Ja. Was passiert mit einer Seele aus Sicht der Akasha-Chronik nach dem Tod? Aus der Sicht der Akasha-Chronik, besonders von meinem Standpunkt aus. Also bescheiden gesagt, von meinem Blickwinkel in der Akasha-Perspektive scheint es, als würden wir einfach weiterleben. Und ich weiß, dass das den Menschen Angst macht. Tatsächlich besagen einige Informationen aus der Akasha-Chronik, dass dies gar nicht das wirkliche Leben ist. Es ist wie eine Art Vorleben. Dies ist eine Lebensiteration, ein Vorspiel. Doch wohin wir gehen, ist eine Fortsetzung oder ein Aufstieg. Aus akashischer Sicht scheint das Leben unaufhaltsam weiterzugehen und baut weiterhin auf immer mehr und mehr. Der Tod tritt nicht wirklich so auf, wie wir es kennen, aus akashischer Sicht, wenn das Sinn macht. Ja, das ergibt vollkommen Sinn. Welche Erkenntnisse kannst du uns über das Multiversum aus akashischer Perspektive geben? Das ist eine lange Antwort. Leg los, tauch tief ein, so tief du möchtest. Lange Antwort, oh mein Gott. Also, weißt du, ich denke, es geht irgendwie zurück auf diese Idee, die sie ursprünglich mit diesem Papierschnitt-Effekt vorgestellt haben, weißt du, mit den wellenförmigen Kräften des Universums. Das Muster des Universums ist diese Expansion und Zusammenziehung. Es ist der Puls, es ist der Klang. Und weißt du, es ist ähnlich wie die Analogie, die sie mir geben, dass du dir eine große Explosion aus Licht vorstellen kannst, bei der es zu einer Art Trennung kam. Und all diese verschiedenen Ebenen des Universums oder dies, du kannst es ein Hologramm oder ein Multiversum nennen, wie auch immer. Aber eine Trennung von der Quelle ist wirklich das, worauf sie sich konzentrieren. Und wenn du es dir am Beispiel einer Explosion vorstellst, ein Stück irgendwas, einige Lichtwesen oder Aspekte des Lichts oder Seelen, wie auch immer du das betrachten möchtest, nun, sie landeten wirklich nah an der Quelle. Manche Menschen würden diese als Engel oder Heilige oder höhere Wesen betrachten und einige Seelen oder Fraktale des Lichts endeten sehr, sehr weit von der Quelle entfernt. Und das ist irgendwie, wenn du wirklich das Kosmos berücksichtigst, sozusagen die räumliche Art und Weise. Wenn wir es so betrachten könnten, ist es gewissermaßen eine Nachbildung davon. Und so ist die gesamte Reise der Seele eine Aufklärungsmission. Und sie funktioniert in beide Richtungen. Diejenigen, die dem Licht nahe sind, haben den Ruf, zurückzugehen und, weißt du, diejenigen, die weiter entfernt sind, zurückzuholen. Das sieht man in den Heilkünsten, das sieht man darin, dass wir versuchen, Menschen dabei zu helfen, ihr Bewusstsein zu verändern, indem wir alles tun, um Leiden zu lindern oder unseren Brüdern und Schwestern zu helfen, wie auch immer man es betrachten möchte. Ein Teil dieses, weißt du, dieses universellen Programms,
ist eine Aufklärung oder eine Rückholung oder ein Weg zurück nach Hause. Für diejenigen, die sehr, sehr weit entfernt vom Licht sind und in Dunkelheit und Leiden versunken, ist ihre Reise und Aufgabe, das Licht zu empfangen oder es wieder in sich aufzunehmen. Wie ich schon sagte, wir sind entweder Lichtträger als Empfänger oder Lichtträger als Projektor. Das Ganze ist ein wellenförmiges Muster von Ausdehnung und Zusammenziehung, Rückholung und Heimkehr. Es ist viel größer, aber im Grunde geht es darum, dass wir entweder hinausgehen oder zurückkommen. Diese Bewegung von Zusammenziehung und Ausdehnung spiegelt sich in unserem täglichen Leben wider, mit Höhepunkten und Tiefpunkten. Aus der Perspektive der Akasha besteht die Reise darin, zu erkennen, wo man in diesem Muster seinen Platz hat. Weißt du, bist du derjenige, der so nah am Licht und weißt du, der Wahrheit ist, dass du dich hinauswagst, um anderen zu helfen, ihren Weg nach Hause zu finden? Oder bist du es? Das eine ist nicht besser als das andere, tatsächlich. Bist du jemand, der, weißt du, weiter entfernt vom Licht ist, der Vertrauen haben und lernen muss, zu empfangen? Also es ist, weißt du, es ist komplex, aber eigentlich ganz einfach, wenn man zum Kern kommt. In Ordnung. Es gibt viel Angst im Zusammenhang mit KI und künstlicher Intelligenz, denn offensichtlich kommt Skynet auf uns zu. Die Welt geht unter, der Terminator müsste jeden Moment hier sein, die Matrix und so weiter. Nun, das ist eine interessante Frage, denn mein menschliches Ich betrachtet KI und es ist wirklich einschüchternd. Ich sehe es so, das kann nicht gut sein. Aus meiner Erfahrung bin ich nicht gerade begeistert von der Entwicklung, aber aus akashischer Sicht ist es ein Unbekanntes und daher fürchten wir es natürlich, nicht wahr? Also aber es heißt, dass es eine Menge positiver Entwicklung durch den KI-Standpunkt gibt. Jetzt wird alles beschleunigen. Es scheint, als ob Menschen, wenn sie beschleunigen, in ihrer Art das Leben oder Inhalt oder Energie oder Informationen zu verarbeiten, in diesen Zustand übergehen, von dem gesprochen wird, diesen Avatar-Zustand. Also, weißt du, wenn wir über KI nachdenken, denken wir sofort an Technologie oder daran, dass Jobs wegfallen oder, weißt du, dass die Menschlichkeit komplett ausblutet. Aber oft heißt es, dass das, was wir mit Technologie machen und wie wir sie individuell behandeln oder wie wir sie fürchten oder akzeptieren, tatsächlich in den Reichtum einfließt, wie diese Welt fortschreiten wird, wenn das Sinn macht, also was wir darüber glauben, ist das, was sich entfalten wird. Aber nochmal, wenn ich mich darauf einstimme, an diesem Punkt sagen Sie, vertraue. Vertraue der Erde, vertraue dem Göttlichen, vertraue dem Bewusstsein. Und ich glaube nicht, dass das gerade eine beliebte Meinung ist. Ich denke, dass wir durch diesen polarisierten Zustand, den wir gerade durchleben, eine Seite wählen müssen. Entweder ist es gut oder schlecht. Also denke ich, dass es insgesamt wirklich so ist. Es wird notwendig sein für den Weg, den wir einschlagen. Ich weiß, dass das eine brisante Frage ist. Und es ist so. Es ist so. Es ist schwer, seinen langfristigen Nutzen zu erkennen. Aber noch einmal, ich bin gegangen und es passiert mehr, als man auf den ersten Blick sieht. Also Ja. Ich tendiere zur positiven Seite und denke, KI ist extrem positiv. Uns allen wird das helfen. Ohne KI würde unsere spirituelle Entwicklung langsamer verlaufen, da KI viele alltägliche Aufgaben übernehmen wird, die viel Zeit in Anspruch nehmen. Sobald du von diesen Aufgaben befreit bist, kannst du mehr über dich selbst nachdenken, an deiner Spiritualität arbeiten, deine Missionen und Lebensziele verfolgen, ohne dich um diese alltäglichen Dinge kümmern zu müssen, ähnlich wie die Griechen es taten, all. Vor vielen tausend Jahren, als sie einfach nur da saßen und über tiefe Gedanken nachdachten, während, wie wir wissen, offensichtlich die Sklaverei ihnen all diese freie Zeit verschaffte. Aber wenn man den Aspekt der Sklaverei wegnimmt, einfach das Entfernen des Alltäglichen, sodass man sich dann auf tiefe Gedanken konzentrieren kann, wenn man so will. Ich denke, das sagen Sie. Es wird das sein, was wir daraus machen. Weißt du, so ist es. Das ist es. Wie wir zu jedem Punkt jeder Wegmarke gelangen, weißt du, es wird das sein, was du daraus machst. Je mehr Menschen sehen können, wohin das positiv führen könnte, verändert es die Strömungen des Bewusstseins. Ganz klar. Cern, vorhin hast du einen Kommentar darüber gemacht, wie wir Inhalte konsumieren. Als jemand, der seit über 30 Jahren in Hollywood im Bereich des Geschichtenerzählens tätig ist,
finde ich es äußerst faszinierend zu sehen, welche Ansichten die Akasha-Chronik zu Hollywood, unserem Konsum von Inhalten, sozialen Medien und ähnlichen Themen hat. Ja, das ist wirklich eine gute Frage und eine, die mir sehr am Herzen liegt. Denn ich habe schon immer die Macht der Medien geliebt. Sie sind ein so mächtiges Werkzeug. Und wissen Sie, auf meinem Weg, mit Menschen arbeiten zu wollen oder über Dinge zu sprechen, die durch mich vermittelt werden, sind Medien ein unglaubliches Forum. Über die Jahre habe ich fast gehört, mein Führer sagen, wissen Sie, warte, es ist noch nicht an der Zeit. Diejenigen in den Medien sind noch nicht auf einem Bewusstseinsstand, auf dem du oder andere wie du gehört werden könnten. Also wurde ich sogar vor 10 bis 15 Jahren davon abgehalten, überhaupt einzusteigen. Oder, wissen Sie, mein Wagen wurde geparkt. Es ist irgendwie so, dass ich diese Frage mag, denn sie spricht wirklich sogar die KI oder jede Art von Aufstiegsprozess an. Schaut her, wir haben dieses Modell nicht wirklich in Gang gesetzt. Es liegt in unserer DNA. Es ist der Bewusstseinswandel. Es ist die Programmierung in uns, die langsam einfach nicht mehr toleriert, dichte Energiemodelle in Form von Inhalten oder Angstproduktion oder diese wirklich sensationellen Teile. In Hollywood gibt es etwas in uns, das erwacht, das Wissenschaftler als Imaginalzellen bezeichnen. Es ist also, als wäre ein Teil von uns, ein Teil unserer DNA, buchstäblich wie die Raupe. Sie mutiert, sie schaltet ab, sie stirbt. Ein neuer Teil von uns erwacht. So füttern und spüren wir als Inhalteersteller das, während ihr Fernsehen und Medien langsam sich selbst weiterentwickeln seht. Wir machen das. Wir wachen auf und bringen es hinaus. Also ich bin wirklich aufgeregt und hoffnungsvoll, was Medien angeht. Und es wird einfach weiterhin diese Art von gehobenem Niveau haben. Es hat die Möglichkeit, gehoben zu sein. Aber was ich am meisten spüre, ist, dass Zuschauer, die Menschheit, insgesamt alte Modelle dessen, was sie erhalten, nicht tolerieren können. Ich meine, Fernsehen ist einfach und Medien entwickeln sich weiter. Wissen Sie, wir sind in diesem Täterzustand und wir empfangen nur. Es ist wie Junkfood. Wir werden es nicht verdauen können. Wir werden höherwertigen, organischen, authentischen Inhalt brauchen. Und es wird einfach so weitergehen, was ich, wissen Sie, zusammenfassen möchte. Es ist interessant. Wiederum legen die Akasha-Chroniken nahe, dass wir einfach teilnehmen und uns ausrichten müssen. Wir müssen nicht so hart arbeiten, wie wir denken und alles umkrempeln. Vieles davon wird sich weiterentwickeln, mit oder ohne uns. Es ist unsere Wahl, als Schöpfer teilzunehmen, mit dem, was wir erschaffen oder was wir empfangen. Deshalb habe ich wirklich große Hoffnungen für die Medien. Und ich glaube auch, dass Medien Gemeinschaften antreiben werden, zu sein, persönlich zu treffen. Auch bei deiner Show, Alex, denke ich, dass ein Teil deiner Entwicklung darin besteht, Optionen zu haben, deine Zuschauer persönlich zu treffen oder zu versammeln. Ähnlich wie bei einer Sonnenfinsternis, wo eure Körper physisch an einem Ort sind und gemeinsam eine interessante energetische Schwingung erzeugen. Das finde ich faszinierend. Medien werden dazu beitragen, Gemeinschaften weltweit zu inspirieren, sich zu versammeln. Das wird spannend. Ja, das war eine gute Antwort. Kannst du uns etwas über die karmischen Auswirkungen der weltweiten Konflikte erklären? Es scheint, als gäbe es derzeit eine Art Karma in der Welt aufgrund dieser Konflikte, zwei große Konflikte, der israelisch-palästinensische und der russisch-ukrainische, sind alt, manche sogar tausende Jahre alt und halten noch immer an. Ich würde gerne die Sichtweise der Akasha-Chronik dazu hören. Tolle Frage. Ich weiß nicht, ob ich das mit einem Schlag beantworten könnte. Richtig, es handelt sich um ein komplexes System von Ereignissen und Beteiligten im Großen und Ganzen. Aber das bringt mich zu einem interessanten Punkt, den ich kürzlich auf astrologischer Ebene gehört habe. Zurück im Oktober hatten wir eine partielle Sonnenfinsternis. Für einige von uns war es eine partielle Finsternis im Herbst in der Finsterniszeit. Einige Astrologen sprachen über diese Finsternis als eine, die die 12 Stämme Israels aktivieren würde.
das sollte hervorbringen. Ich nehme an, man könnte sagen, dass, ich weiß nicht, ob wir es Karma oder die Einweihung nennen würden oder dass etwas passieren würde. Sogar auf israelischem Boden. Und das war Tage, bevor einige dieser weltweiten Ereignisse stattfanden. Und was das für mich bedeutet, ist irgendwie, es bestätigt nur, was ich vom akaschischen Spektrum höre, dass Ereignisse, auch wenn sie aus unserer Perspektive als negativ oder konfliktreich angesehen werden, die, weißt du, wirklich erschütternd sind. Sie bringen uns in eine gespaltene Polarität. Sogar in unserem eigenen Bewusstsein haben einen unglaublich produktiven Platz. Mir wird oft gesagt, dass, weißt du, Menschen nur ein Energieschema lesen. Das führt uns zu etwas, das das Gesetz der Entsprechung genannt wird. Wie oben, so unten, wie innen, so außen. Und wir empfangen gleichsam ein Signal. Und während wir dieses Signal empfangen, diese geometrische Formel, interpretieren wir sie und sie bestimmt die Realität, die wir erleben. Und ich weiß, das führt irgendwo hin. Es ist, als würden wir diese energetische Blindenschrift lesen, die uns vermittelt wird. Wisst ihr von unserer universellen Gemeinschaft, während wir uns als ein solares System weiterentwickeln, während wir lernen zu verstehen, dass Konflikte uns nicht weiterbringen. Denn was ist Konflikt anderes als aus Gier, aus Angst? Wisst ihr, aus Polarisierung geboren. Aber die Sache ist, wir schließen die Polarisierung aus. Könnte es noch komplizierter und schwieriger werden, bevor es besser wird? Aber auch sie entwickelt ihr System weiter, während sie wächst. Die Erde weiß, was sie tut. Ich sage nicht, dass man sich zurücklehnen und den Kopf in den Sand stecken soll. Ich meine nur, dass aus meiner Sicht, nach dem, was mir gesagt wird und wie die Akasha dazu steht, die Dinge nicht immer so sind, wie sie scheinen. Manchmal schafft der Kontrast und der Konflikt Raum für Expansion. Und wir könnten wohl alle zustimmen, dass darin ein Stück Wahrheit liegt, wahrscheinlich. Ja, durchaus berechtigt. Durchaus berechtigt. Was denken Sie über die Menschheit und das Multiversum, parallele Realitäten und wie wir unser tägliches Tun beeinflussen, wenn wir über diese Konzepte Bescheid wissen? Und was ist mit den parallelen Realitäten? Nun, es gibt Stufen, dies zu tun, würde ich sagen. Es hängt davon ab, wo man steht. In deinen Fähigkeiten zu meditieren und in dich zu gehen. Also denke ich, wenn du jemand bist, der neu in dieser Welt ist, der seine, du weißt schon, parallelen Leben erfahren möchte, kannst du nichts davon tun, wenn du nicht etwas Raum und Stille bewahren kannst. Also offensichtlich müssen wir meditieren. Wir müssen daran arbeiten, in uns zu gehen und wir müssen lernen, den Empfindungen zu vertrauen, die sich in unserem Körper entwickeln, um überhaupt erst Zugang zu dieser Art von Informationen zu bekommen. Also weißt du, ich treffe diese Leute, die mit den ETs sprechen wollen oder die wissen wollen, was in parallelen Leben vor sich geht. Und das Erste, was sie tun, ist nach oben zu schauen und zu den Sternen hinaus, weißt du, für diese Informationen. Und das ist sozusagen unser Instinkt, hinaus ins große Unbekannte zu gehen. Aber weißt du, das Tor zu all diesen großartigen Informationen über Seelenleben, das Multiversum oder verschiedene Arten von Wesen im Multiversum, man muss durch das Tor nach innen gehen und das Stargate ist das Innere. Also denke ich, dass wir zu diesen Finsternissen oder zu dieser harmonischen Konvergenz zurückkehren sollten. Zahlen oder andere Gelegenheiten auf globaler Ebene bieten sich an, um nach innen zu gehen und zu meditieren. Du wirst bekommen, was du bewältigen kannst. Wenn du in der Lage bist, alle deine parallelen Leben zu sehen, wirst du es auch können. Die Idee ist, dass wir zu uns selbst zurückkehren. Also, das ist eine große Antwort oder Frage, die es zu beantworten gilt. Meine wesentliche Aussage ist, lerne deine intuitiven Fähigkeiten zu entwickeln. Lerne, in dich zu gehen, meditiere. Wir wissen, damit du sogar bewältige das Spektrum dessen, womit dein Bewusstsein beschäftigt ist. Ja. Bonnie, ich könnte dir sicher noch 3 oder 4 Stunden weitere Fragen stellen. Vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Jetzt werde ich dir ein paar Fragen stellen, die ich all meinen Gästen stelle. Wie definierst du ein erfülltes Leben? Für mich ist es Vertrauen. Radikales Vertrauen in alles auf deinem Weg. Es ist die Nicht-Anhaftung und Nicht-Ablehnung, wie Buddha sagte. Ein erfülltes Leben bedeutet, den Sinn in allem zu sehen.
Wenn du einen Teil des Lebens annimmst, dann nimm ihn ganz. Ich denke also, wie wir früher in diesem Interview besprochen haben, ist das Dunkle nicht immer der Bösewicht. Also im Hier und Jetzt sein und sich selbst vertrauen und allem, was auf deinem Weg erscheint, Raum geben, wenn du das schaffst. Dann kannst du tiefer in das Muster eindringen, dessen, wofür du hier bist. Du kannst deine Neigungen erkennen. Du könntest sehen, deine spirituelle Grenze, deine Prozesse. Und das ist alles, was wir wollen. Wir wollen es einfach nur wissen. Wir wollen nur wissen, wer wir sind. Jeder fragt sich dasselbe. Wer bin ich? Warum bin ich hier? Wohin gehe ich? Wann endet es? Also, meiner Meinung nach ist Erfüllung die Fähigkeit, präsent zu sein und radikal dem zu vertrauen, was durch dein Leben und deine Erfahrungen geht. Leichter gesagt als getan, sicherlich. Und leichter gesagt als getan. Aber ich stimme dir voll und ganz zu. Wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, in der Zeit zurückzureisen und mit der kleinen Bonnie zu sprechen, welchen Rat würdest du ihr geben? Ich würde ihr sagen, du musst wirklich nicht aufhören, mit Barbies zu spielen. Nur weil du musst auch nicht aufhören, mit imaginären Freunden zu reden. Du musst wirklich nicht aufhören zu spielen. Du kannst wirklich weiterspielen. Ich denke, das ist es, was uns verbunden hält. Diese kindliche Natur, das Spiel, diese Albernheit. Man wird älter, man wird ernst und sehr korrekt und starr. Und ich würde einfach sagen, hör nicht auf sie. Spiel weiter. Stell dir weiterhin Dinge vor. Aber weißt du, und ehrlich gesagt, ich hatte dieses Gespräch bereits und wir haben es geklärt. Alles klar, gut, ja. Bewahre das Spiel, ja, ja. Wie definierst du Gott oder die Urenergie? Du weißt, die Antwort, die kommt, denke ich, bei fast jedem, der diese Frage gestellt bekommt, wäre Liebe oder unendliche Liebe. Aber ich denke, es ist der akashische Raum. Er ist Gott für mich. Es ist die Lebenskraft, die unendlich ist, das Unsichtbare. Es ist die Möglichkeit. Es sind Muster in Mustern und im Bewusstsein. Ich sehe, ja, Gott ist Liebe für mich, aber es ist unendliches Potenzial. Unendliches Potenzial, was wir könnten, womit wir in Kontakt treten könnten. Ich weiß nicht, ob ich qualifiziert bin, das zu beantworten, aber das bedeutet es für mich. Natürlich bist du das. Wir sind alle Teil davon. Du bist die Quelle. Du kannst antworten. Richtig? Wir haben unsere Antwort. Du hast verstanden. Was ist Liebe genau? Ich denke, es bringt mich zurück zu dieser Sache mit dem Lichttragen. Ich denke wirklich, wahre Liebe oder echte Liebe ist eine Einbahnstraße. Es ist, weißt du, das hier, dieses Licht ohne Erwartungen, ohne zurückzublicken oder zu fragen, wo ist meins? Es ist dies, weißt du, geläutert und göttliche Absicht und Wissen darüber, weißt du, was in dich hineinkommt. Aber diese Fähigkeit, Licht zu tragen und es in die Welt auszustrahlen, ist eine Form der Liebe. Über die Jahre meiner Arbeit habe ich erkannt, dass Liebe auch eine Empfänglichkeit für Licht ist. Es ist also eine Hingabe am Ende des Tages des Gebens und Nehmens. Wow, das sind großartige Fragen. Das sind sozusagen existenzielle Fragen. Ich kann mit dir durch den Blick meiner Augen sprechen, aber Worte reichen nicht aus, wirklich. In Ordnung, das weiß ich zu schätzen. Nun, wie man sagt, das ist nicht mein erstes Rodeo. Absolut, das sieht man, oder? Und letztlich, was ist der eigentliche Sinn des Lebens? Der wahre Sinn des Lebens ist, sich vom Licht zu entfernen und den Weg zurückzufinden. Es ist buchstäblich die Reise des Erinnerns, woher du kommst, und des Wachsens. Vertragsprüfung. Ja, genau, wir haben es zurückgebracht. Siehst du, wie wir alles zurückgebracht haben? Ja, bis zum Ende. Bis ganz zurück. Nicht dagegen ankämpfen, diesen Prozess wirklich nicht bekämpfen. Es geht darum, ein angeborenes Vertrauen in Gott zu haben und den göttlichen Plan zu verstehen, Teil der kosmischen Harmonie zu sein, ohne Widerstand mit der gesamten Natur zu fließen und zu tanzen. Das ist die Evolution, der Avatar-Zustand, mit dem wir als eins arbeiten. Als eine vereinte Kraft, ganz sicher, aber es geht uns gut. Wir stehen gut da. Wir stehen gut da. Wo können sich die Leute näher über dich und deine erstaunliche Arbeit informieren? Ja, also ich habe eine Webseite, psychicbonnie.com.
falls du privat mit mir arbeiten und dein Karma sowie Talente erkunden möchtest. Wir betreiben auch ein Rückzugszentrum in Hot Springs, Arkansas. Die Kuppel. Eine 186 Quadratmeter große geodätische Gebärmutter auf einem Feld. Es macht wirklich viel Spaß. Und das Ziel dieses Unternehmens ist die Legende von etwas Größerem. Wir glauben an die Hoffnung für die Zukunft und dass alles aus einem göttlichen Grund geschieht. Also das sind die beiden Orte, an denen ich mich jetzt befinde. Haben Sie eine Abschiedsbotschaft für das Publikum? Egal was passiert, vertraue auf dein Leben. Was auch immer dir begegnet, was auch auftaucht. Das Dunkle, das Unerklärliche, das Verwirrende. Vertrauen bedeutet nicht, den Kopf in den Sand zu stecken und aufzugeben, sondern an dein Geburtsrecht zu glauben und Teil des größeren Plans zu sein, den diese Erde für uns bereithält. Also radikales Vertrauen und Mitgefühl. Hab Mitgefühl mit allem, was dir begegnet. Und es wird dir gut gehen. Nichts kann dich dann noch runterziehen, glaube ich. Ja. Bonnie, es war mir ein großes Vergnügen und eine Ehre, heute mit dir zu sprechen. Vielen Dank, dass du in der Sendung warst und für die erstaunliche Arbeit, die du leistest, um den Planeten zu erwecken. Absolut, ganz meinerseits. Schön hier zu sein. Danke fürs Zuschauen. Klicken Sie unten auf ein Video, um fortzufahren, und vergessen Sie nicht zu abonnieren.